Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken. Es ist Sonntag und zwar Sonntagabend. Und unsere Abendlese ist aus dem ältesten Brief des Neuen Testamentes genommen, nämlich aus dem ersten Thessalonicher Brief. Thessaloniki, das ist noch eine weite Entfernung von hier, das liegt ja weit im Norden. Obwohl wir jetzt hier weit im Westen sind, müssten wir also weit nach dem Osten fahren. Und Thessaloniki, das ist eine Stadt, eine Millionenstadt. Und wenn wir uns das vorstellen alleine, was da los ist, das ist für uns kaum nachzuempfinden. Wir, die wir in der Schweiz ja nur kleine Städte haben. Aber in Thessaloniki gibt es auch einen Hafen und hier sehen wir so ein ganz altes Fischerboot. Und zwar mit den Netzen, auch hinter der Kamera ein ganzer Haufen voller Netze. Hier fahren also die kleinen Fischer von den Örtlichkeiten hier nachts hinaus ins Meer und rechter Hand von mir ist gleich eine Taverne. Da kann man dann diesen ganzen frischen Fisch zu sich nehmen. Wir wissen, es ist auch nicht von ungefähr. Man soll sich ja auch da ein wenig zusammenreißen, denn wir wissen, dass die Belastung der Fische auch im Meer nicht mehr so gering ist. Aber dennoch ist der Fisch eine gesunde Nahrung gewesen und ist sie bis heute noch und wir brauchen sie, damit wir die vielen Stoffe, die unser Körper wiederum braucht, auch haben und zur Verfügung gestellt bekommen. Was lesen wir heute in dieser Abendlese? Da dankt der Apostel Paulus eigentlich. Was war geschehen? Er war nach Thessaloniki gekommen und dort erfuhr er ja eine Verfolgung. Und das Schlimme war, er musste dort sogar aus dieser Stadt fliehen, erst weiter nach Veria und dann weiter nach dem Süden, nach Korinth. Wir wissen aber, dass er dort eine Gemeinde gegründet hat in Thessaloniki und in dieser Gemeinde war ein doch schnelles Leben aufgeblüht. Und jetzt schreibt er diesen ersten Brief zurück nach Thessaloniki und er ist ganz erfreut, denn er selber konnte gar nicht zurückreisen. Er hatte zwei seiner Kameraden geschickt und die sind wieder zurückgekommen und haben ihm berichtet, wie toll diese Gemeinde auch die Verfolgung, die er abbekommen hat, aber auch die Gemeinde selbst überstanden hat. Sie sind also standhaft geblieben. Nichts konnte sie von diesem Glauben abbringen, den Paulus dort ganz neu in dieser Stadt verkündigt hat. Eine ganz große Botschaft. Und das erinnert uns ein wenig vielleicht auch an unsere heutige Zeit, nämlich dass wir als christliche Gemeinden heute ganz großenteils in der Verfolgung wieder leben. Wer wirklich das Evangelium verkündet, der braucht nicht nur ein schnelles Pferd, sondern der kann es erleben, dass er hier und dort sogar Schikanen ausgesetzt wird, dass er Strafen bekommt, dass er sogar ausgegrenzt wird. Wir wissen, es wird immer enger mit der Freiheit, auch heute in unseren so angeblich demokratischen Ländern. Wir wissen natürlich längst, dass sie nicht mehr demokratisch unterwegs sind. Dort damals in Thessaloniki, um 50 rum kann man das Ganze ansiedeln nach Christus. Da ging es natürlich zur Sache, denn man befürchtete von dieser Religion einen großen Widerstand gegen auch den Staat. Denn der Kaiser von Rom wollte natürlich regieren und herrschen. Und so war es nicht gerade angenehm, dass das Christentum wuchs, die ja sich auf die Fahnen schrieben, nur einem Gott zu dienen. Und was macht Paulus? Er lobt die Gemeinde und sagt, wie können wir Gott nur danken, dass er euch diese Verfolgung hindurchgeführt hat, dass ihr sie überlebt habt, dass ihr bestanden habt. Und er weist auch darauf hin, dass er so bald wie möglich wieder selbst nach Thessaloniki kommen möchte. Das können wir uns vorstellen. Und etwas ganz Wichtiges wird in dieser Abendlese deutlich, wie enorm wichtig es für uns ist, dass wir einander erkundigen, zusammenstehen, zusammenhalten, zusammentragen und nicht nur jeder für sich das Christentum lebt. Wir brauchen also die Community, wir brauchen das Miteinander und wir brauchen hier und dort auch Zuspruch und wir brauchen auch Aufmunterung. So ganz alleine wird es schwer. Und weil viele Menschen heute in dieser Welt, in ihren Städten, auch gerade in den großen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, häufig manchmal auch alleine da sind im Glauben, dann ist es nicht mehr einfach, diesen Glauben zu praktizieren.
Die Abendlese, also ein großer Aufruf dahingehend, dass wir wieder zusammenrücken müssen, dass wir zusammenstehen dürfen. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, per Internet, aber auch per Telefon, aber selbst auch per handgeschriebenen Brief, so wie Paulus es damals getan hat. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und eins muss ich auch feststellen, da wo ich in Not geraten bin, weil man mir das Amt genommen hat als Pfarrer, da habe ich erst mal gespürt und gesehen, wie tief der Glaube wirklich in den vorangegangenen Gemeinden gewesen ist. Denn da ist etwas passiert, was die Corona-Zeit auch mit sich brachte, dass man plötzlich merkte, dass ganz viele Menschen Angst hatten, zu dem zu stehen, der jetzt etwas tut, was man ja eigentlich nicht tut, nämlich die Maske verweigern. Da zog man sich erst mal zurück. Da schaute man erst mal schräg und fragte sich, was ist denn das für einer? Obwohl sie mich kannten, obwohl ich damals, als ich bei ihnen war, hochgejubelt wurde und anerkannt war, plötzlich zog man sich zurück und sagte, na, das können wir uns jetzt nicht leisten und da haben wir überhaupt kein Verständnis dafür. Wir sehen also, wahres Christentum zeigt sich nicht nur, dass man in guten Zeiten zusammensteht, sondern dass man dann, wenn es enge wird, dann, wenn sich alles schließt, dann, wenn die Verfolgung hereinbricht, dann, wenn die Zeit schlecht ist, dass man dann zusammensteht. Und da ist etwas ganz Wichtiges, nämlich der Kontakt, dass man sich erkundigt, dass man den Nächsten einmal anruft und mal fragt, wie geht's dir, können wir dir helfen, brauchst du Hilfe, wie steht's? Und nicht einfach sagt, ja, der kommt schon durch, der wird schon irgendwo wieder auf die Füße fallen. Mit diesem wundervollen Ausschnitt aus dem ältesten Brief der Bibel, das ist der nämlich der erste Thessalonicher Brief, möchte ich uns einen ganz wundervollen Abend, Sonntagabend wünschen und hoffe, dass Sie eine gute Woche haben. Und es grüßt Sie natürlich auch wieder hier aus Griechenland und Sie sehen, es ist ein wundervolles Wetter. Ich weiß, dass es in Deutschland und in der Schweiz und in Liechtenstein von den drei Quellen, weiß ich jetzt hundertprozentig, sehr viel regnet. Aber ich weiß auch, dass das Wetter leider in unserer heutigen Zeit nicht nur der Schöpfung anheimfällt, sondern dass das Wetter leider von Menschenhand schon seit Jahrzehnten manipuliert wird. Wollen wir hoffen, dass Gott nicht allzu lange zusieht, sondern irgendwann eingreift und sagt, bis hierher und nicht weiter. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich möchte an dieser Stelle auch danken für alle lieben Worte, für die Mitfreude. Es ist was Wunderschönes, wenn man nicht nur Worte des Neides erfährt, sondern wenn man auf einmal in den Kommentaren liest, wir freuen uns für euch, genießt diese Tage, werdet gesund und seid gut unterwegs und seid von Gott behütet. Wie wunderschön ist das, dass man merkt, man gönnt dem anderen auch mal die Veränderung, die andere Luft und auch wenn man sie selber nicht hat, wir haben sie in diesem Moment und ich brauche sie immer noch, aber heute waren meine Augen so gut wie lange, lange, lange nicht. Und jetzt fliegt da eine wunderschöne Möwe, zwei sogar, man hört sie wahrscheinlich. Und mit diesem Schrei der Möwe, ein Zeichen vielleicht auch der Freiheit, der Weite, schlafen Sie gut ein, träumen Sie was Schönes und haben Sie eine gute Nacht. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini aus den Nachtgedanken.